Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in die aktuelle Glossybox New Horizons reinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzugucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossybox ist eine Beauty-Abo-Box, die monatlich erscheint, 5 Beauty-Produkte enthält und ab 12,50 Euro pro Box und pro Monat kostet. Ich habe einen Code, damit bekommst du die Box 20% günstiger. Ich glaube, Glossy Claudi müsste das sein. Ich habe dir auch alles in der Infobox verlinkt, da kannst du gerne vorbeischauen. Da gibt es Timestamps auch immer, dass du die Produkte dort auch immer wieder aufgeführt findest und so weiter. Und ja, ich bekomme diese Box in Kooperation zugeschickt, um sie euch vorzustellen, habe sie gleichzeitig aber auch noch im Abo. Deswegen verlose ich auch eine Box an einen von euch. Alles, was du tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Also, neues Jahr, neues Glück, New Year, New Me. Wir kennen das Ganze doch irgendwie, ne? Schreibt mir gerne eure neues Vorsätze in die Kommentare rein. Mensch, keine Ahnung. Ich kann noch nicht reden. Was ist hier los? Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist, genauso wie letztes Jahr, glücklich sein, glücklich bleiben, das ist wichtig. Denn du weißt nie, was im Jahr passiert, das haben wir letztes Jahr gemerkt. Und ja, ich versuche einfach dieses Jahr ein bisschen besser zu machen als letztes Jahr. Deckel ist entfernt und es ist relativ schwer. Also wir haben eine Pflege und dekorative Kosmetik immer drin. Ich vermute hier dann relativ viel Pflege tatsächlich, ne? Wobei Januar auch eher so für Pflege steht, ne? Dieses ganze chill dich, komm runter und komm mal wieder klar in deiner Welt, ist tatsächlich auch eher so dieses Thema, was die Beauty-Boxen-Packer sich dann auch gerne überlegen für die Januar-Varianten. Und das hier ist dann einmal die Box, wie sie aussieht, ne? Riecht soweit nach nichts, sieht sehr, sehr hübsch aus mit diesem Pastell, finde ich. Das ist immer so frisch und fröhlich und das mag ich schon ganz gerne. Und hier haben wir dann einmal das Flyer Ding. Und da ist halt auch drauf vermerkt, dass wir ein digitales Leaflet finden. Da gucken wir gleich auch zusammen rein. Happy New Year, Glossy! Auf zu neuen Beauty-Horizonten mit deiner ersten Glossy-Box des Jahres. Unsere Special Design Edition katapultiert dich auf die Glossy-Art ins neue Jahr und hält die eine oder andere Beauty-Überraschung bereit für mehr Spaß im Badezimmer und eine inspirierend neue Beauty-Routine. Und hier wird man dann natürlich dazu aufgefordert, den QR-Code einmal zu scannen. Das machen wir doch gerne einfach mal. Bei der Glossy Box ist es tatsächlich auch so, dass du dann in deiner Box immer eine gewisse Auswahl an Produkten drin hast. So 2-3 Produkte haben alle Abonnenten gleich in ihrer Box und die restlichen Produkte sind dann per Zufall ausgewählt, ne? Also da kannst du mal Glück haben, da kannst du dann auch vielleicht mal einen kleinen Griff ins Klo haben. Und leider findet ihr die Seite noch gar nicht. Denn ich drehe das Video jetzt schon am... Was ist das heute? 30. Ne? Schade, Schokolade. Ja, Preise werde ich dann recherchieren, wenn ich euch das Video schneide. Ich hätte euch dann gerne nämlich auch noch so eine Sneak Peek für Februar gegeben und so. Naja, egal. Wir machen jetzt hier mal das Schätzelein auf. Und gucken hinein. Yo, da ist auch ein Klopperfee drin. Okay, es sieht schon mal sehr pflegemäßig aus. Ein Produkt ist etwas, es verfolgt uns alle. Ja, das können wir nicht anders sagen. Es ist von Melusine Paris ein Gua Sha Jadestein. Immerhin ein Jadestein. Also wir hatten auch schon mal aus Plastik einen mit drin. Das war etwas schade. Aber ich würde sagen, also diese Jade Gua Sha Steine, da habe ich jetzt mittlerweile echt gut genug von. Das ist wirklich ein Stein. Das ist schön. Damit kannst du ein Serum toll einarbeiten. So eine Lymphdrüsenmassage kannst du auch echt toll damit machen. Ne? Man braucht da aber keine 20 Stück von. Und deswegen wird der jetzt nicht bei mir bleiben. Aber an und für sich ist es schön, dass er so mit in den Boxen vertreten ist. Weil wenn eine Abonnentin oder ein Abonnent halt noch nicht so ein Produkt haben sollte, ist das ein gutes Produkt, ne? Und Melusine ist auch eine gar nicht mal so günstige Marke, von daher an und für sich ein gutes Produkt. Wenn man aber sowas schon hat, brauchst du halt, wie gesagt, nicht nochmal. Hier kommen wir jetzt mal zu dem ganz Schweren des Ganzen. Das ist von Dove Body Love, die verwöhnende Pflege für trockene Haut mit Shea, Butter und Vanilleduft. Ein veganes Produkt mit 400 Milliliter. Das ist echt ein Klopper, ne? Also wirklich klasse, weil Pflege.
wirklich klasse. Riecht auch unheimlich gut. Mag ich wirklich gerne leiden. Und darf hat auch eine gute Pflegewirkung. Also da habe ich jetzt wirklich gar nichts dran auszusetzen. Top, wirklich. Schönes Produkt. Und dann kommen wir zum nächsten. Nip and Fab Purify Salicylic Fix. Oder Salicylic Fix Facial Scrub. Das ist ein Cleansing Lotus Flower and Salicylic Infused Scrub. Also, 75 ml. Das ist ein Peeling fürs Gesicht mit Salicylsäure. Das sorgt dafür, dass die Poren entsprechend geklärt werden. Salicylsäure macht quasi auf deinem Gesicht, da habe ich hier schon mal so ein Video gedreht, wo ich super viel dazu auch erzählen konnte, in Kooperation mit Dalton, weil wir da auch etwas geschult wurden, was ich immer sehr cool finde. Auf jeden Fall, Salicylsäure macht, dass die Hornschicht von der Haut auch gelöst wird und dementsprechend, oder die verhornten Poren, Öffnung, ich weiß, aber das wird halt gelöst und damit wird halt alles ein bisschen geklärter und verfeinerter. Gerade wenn du dann halt zum Beispiel so richtig schöne Pickel oder wie auch immer Mitesser hast, ne, ist Salicylsäure da halt wirklich super für geeignet, weil die halt dafür da ist, um eben das ganze Hautbild zu verfeinern und zu klären, eben dadurch, dass sie halt diese Geschichten runternimmt, ne? Aber es ist hilfreich, ne? Ich persönlich darf es jetzt aktuell nicht verwenden in der Stillzeit, da gibt es halt leider zu wenig Studien, ob das halt für, also in der Stillzeit geht oder nicht geht, und deswegen verzichte ich da einfach drauf. Ja, aber ansonsten mag ich super gerne AHA, BHA, PHA, diese ganzen Säuregeschichten, voll mein Ding, und deswegen feiere ich das Produkt, ja. Vitamin E ist dann halt auch so ein bisschen antioxidativ und Skin Conditioning, also quasi auch hautpflegend, ne, ja. Und Volcanic Rock Scrub. Okay, da muss man natürlich jetzt aufpassen, weil Vulkanstein hier mit drin ist. Das heißt, du hast sowohl ein Säurepeeling als auch ein mechanisches Peeling hier, also so ein 2-in-1 Produkt. Da sollten Leute mit Haut wie meiner, also sensible Haut, ein bisschen aufpassen, ne? Aber gut. Meine Mama ruft mich an, und wenn die Mutti anruft, dann musst du immer rangehen. So, weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich in einem sehr interessanten Ton, ich würde sagen Schlamm, Nagellack von Essie. Serene Slate heißt die Farbe. Also das ist wirklich ein schmutziges Grau. Gibt bestimmt Leute, die das feiern, ne? Ich bin da nicht ganz so viel zu haben. Ich bin eher so etwas bunter unterwegs. Aber positiv zu erwähnen, das ist einfach mal eine andere Farbe, ne? Also so ein Grau ist halt einfach was anderes als dieses immer klassische Rot oder immer klassische Pink, was man mit drin hat. Es ist was anderes. Aber es ist leider nichts für mich. Und das Letzte, was ich hier in meiner Box drin habe, tatsächlich, ja, ist hier etwas von I Want You Naked Highly Effective Eye Serum 3-Day Eye Therapy. Ah, okay, du hast hier dann wirklich Ampullen drin. 3x2 ml. Born Beautiful, Stay Beautiful, 3-Day Skin Retreat for Sexy Eyes. Oh. Ja, schön, ne? Kann ich gut gebrauchen, weil tatsächlich meine Nächte sehr kurz sind. Und dann ist sowas ganz toll. Der einzigartige Wirkstoffkomplex aus hoch- und niedermolekularer Hyaluronsäure. Das ist immer ganz schön, wenn man halt so verschiedene Molekülgrößen in einer Hyaluronsäure hat, weil die dann in unterschiedliche Hautschichten auch eindringen kann. Das ist immer sehr, sehr cool. Vitamin B3 kennen wir als Niacinamid, ein ganz toller Wirkstoff. Allantoin, Koffein, belebend, Chlorophyll, interessant, und Hanfsamenöl. Polstert auf, glättet und sorgt für eine strahlend frische Augenpartie. Der Effekt ist bereits nach dreitägiger Anwendung spürbar und sichtbar. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Also das werde ich ausprobieren, ne? Kann ich euch dann im Januar aufgebraucht Video ein bisschen was zu erzählen. Und jo, Ready Steady Glow. Da sind dann 3 Ampullen drin. Und du musst dann, upsala, wirklich die drei, also die komplette Ampulle. Achso, nee, warte, unser Tipp. Eine Wirkstoffampulle reicht für 2 Anwendungen. Du kannst eine Hälfte morgens und die andere abends verwenden. So nämlich. Das ist dann für 6 Anwendungen. Also 3 Tage, 6 Anwendungen. Das wird ausprobiert, Leute. Jo. Jo. Ihr Lieben, das wäre jetzt meine Glossybox für den Monat Januar. Wie erwartet haben wir hier vermehrt eine Pflegegeschichte. Wir haben was fürs Gesicht, wir haben was für den Körper. Die Haare wurden ausgelassen, aber das ist halt auch immer eine relativ individuelle Geschichte. Minimal dekorative Kosmetik durch den Nagellack, der auch in einer etwas anderen Farbe ist. Ich finde, das ist ein schöner Start ins neue Jahr, weil das einfach eine Box ist, die, also ne, der Inhalt, der ist einfach
basic, aber nicht zu basic. Wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich tatsächlich gerade sehr schön. Man wird nicht so überrannt direkt im neuen Jahr, hat aber gleichzeitig auch so ein bisschen was Extravagantes mit drin. Und das gefällt mir. Schreibt mir gerne aber auch eure Meinung zu der Box unten in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne mal austauschen. Denn ich kann natürlich nur meine Meinung hier kommunizieren und bin dann immer auch gespannt auf eure Schwarmmeinung. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings aus 2023. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.